was. Nochmal auf eine Idee kommt. Zauberschein setzt du nochmal ein. Gegen physische Attacken, ich weiß es. Nein, nimm doch mit das Viech. Nimm es doch mit. Lucia, ja, gut, war mir klar. Aber ich hatte doch, glaube ich, keiner von euch in den Top 4 nochmal Dings eingesetzt, ne? Hat eine Top-Genesung eingesetzt. Bisher, er ist der Erste mit seinem komischen. Mit seinem Pantymos. Aber wie gesagt, das Viech, das kann mich richtig nerven. Und das wird es auch tun. Ich muss das Viech jetzt irgendwie runterkriegen. Das ist das Problem. Wenn ich da vorbei bin, ist es schon mal ein bisschen einfacher. Das Viech ist nämlich schon für Fee. Okay, jetzt drauf. Volltreffer kommt. Naja, war mir klar. Ah, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich kann halt, er setzt einen Zauberschein ein und kann natürlich ein bisschen wehtun. Dementsprechend gehe ich auf einen Stahl-Pokémon. So, du hast einen Volltreffer getroffen, ernsthaft. Jetzt hat er physische Attacken. Pantymos, jetzt ist Lichtschild ein. Ach du Arsch, Alter. Und jetzt sagte mir jetzt immer, jetzt passt du noch mal. Zauberschein oder was auch immer. Dann ist wahrscheinlich trotzdem nochmal auf Dings gehen. Du gehst auf Psychokinese. Ja, das kann man jetzt was wegstecken, das ist das Gute. Dann nehmen wir es halt physisch mit. So, fertig, Feierabend. Mein Gott, ey, nerviges Ding. Ist das viel nervig. Mit dem scheiß Typ Fee noch dabei. Ist es halt ein bisschen doof. Bronzong ist das nächste Pokémon. Bronzong ist das nächste Pokémon, was er hat. Dann gehe ich auf Feuersturm. Jawohl, es darf sogar anfangen. Das ist effektiv, das ist gut, aber das Viech, das nervt halt schon wieder. Das ist klar. Dann gehe ich jetzt auf Hitzekoller und versuche es jetzt mitzunehmen mit einer Attacke. Ich hoffe, dass ich es jetzt ohne Probleme kriege. Nein! Ah, Mann! Dann ist das klar. Komm, Galoppa, bring's weg. Okay, Lucien. Du hast ein bisschen was, wo du mich ärgern kannst, muss ich sagen. Aber das wirst du nicht lange tun. Ich kann auch Spuckball geben, fällt mir gerade ein. Warum auch nicht? Ja, natürlich. Setzen du jetzt einen Gegenstoß. Da gehe ich jetzt drauf. Aplativ. Müsste neutral sein. Und tschüss. Jawohl. So, Bronzong ist weg. Bronzong ist schon mal Geschichte. So, aber Psyana. Psyala. Ja, es ist jetzt ein bisschen riskant. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich ein bisschen was mit aufs Durchhalten gehe, weil das Viech hat bestimmt irgendwas, was mich ärgern kann. Das Viech hat bestimmt auch so eine Kacke wie Zauberschein oder so. Die Frage ist, Spukball ist eine Geisterattacke, ne? Ja, gut, okay. Ja, doch, das ist eine, klar, bringt ja, ist ja klar. Spezialverteidigung ist gesunken. Boah, das Viech geht mir so. Das hält ein bisschen was aus.
Ich frage und versuche. Natürlich. Du kriegst noch den Treffer. Ah gut, ich bin gesund für Spezialverteidigung. So, probieren wir es. Na ja, gut, das ist jetzt ein bisschen riskant. Die Frage ist, was kann es? Oh fuck. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Fuck! Mann! Das Viech, das ist. Jetzt ist genau das Problem, jetzt kommt natürlich das genaue Problem auf, dass es mich jetzt ärgert. Versuche es jetzt mit Gewalt mitzunehmen. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht habe ich das, die Möglichkeit, das Viech irgendwie mit Gewalt mitzunehmen. Also wenn ich einen Treffer kassieren kann, ich versuche mit Lawine mitzunehmen. Psychokinese, bitte mal lebe. Ja, tust du. Sehr gut. Und jetzt drauf. Das war jetzt die Hoffnung, dass es das genau passiert. Tschüss, Psyana. So, Simsala. Simsala. Wie weit kann es mich ärgern? Ich befürchte, dass ich gleich aufladen muss, dass ich gleich meinen Dings holen muss. Die Frage ist, was hast denn du danach noch? Was glaube ich noch? Da ist jetzt, glaube ich, das vierte, ne? Ja. Ränkeschmied nur. Gut, gut. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und krieg das jetzt mit einer Attacke mitgenommen, mit dem Steinhagel oder sowas. Oh, Gott sei Dank. Tschüss. Gott sei Dank ist das Viech weg. Damit es vor uns richtig Ärger machen konnte. So, und jetzt der letzte. Come on. Was hast du noch? Galagladi. Galagladi. Ja, damit habe ich fast gerechnet, dass sowas kommt. Ich weiß, dass du kein Psycho bist. Ich habe kein Fee-Pokémon. Das ist das Problem bei der Sache. Opfern und drauf. Opfern und vielleicht mit Krabbschiff drauf. Alles andere bringt jetzt nichts. Das Viech kann mich jetzt noch ein bisschen wehtun. Damit hatte ich jetzt. Es ist das letzte von ihm, klar, mit Level 75, aber das ist eine Hausnummer. Und ich befürchte, dass es Cynthia gleich richtig nackig macht. Wenn der schon Level 75 hat, dann hat Cynthia irgendwas mit Level 80 und ich habe kaum was mit Level 80. Das ist mir klar. Das war mir so klar. Das war jetzt aber ziemlich bewusst so gemacht. Du gehst auf Verteidigungssignal. Jetzt muss ich hoffen, dass es klappt. Vielleicht habe ich irgendwas. Vielleicht habe ich irgendwas. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. So, ich müsste jetzt entweder angreifen können oder es überleben. Im Idealfall angreifen. Nahkampf. Seine Verteidigung sinkt nämlich nochmal. So, und jetzt kann ich vielleicht ein bisschen mit Glück in wehtun. Zweifach gesunkene Verteidigungswerte. Die Attacke, jetzt musst du treffen. Triffst. Boah, Gott sei Dank. Jawohl. Gut. Champ ist der Letzte. Dankeschön. Erledigt. So, und jetzt befürchte ich, dass es Cynthia richtig den Arsch auf Grundeis zieht. Sieh an, das ist wohl ein Schachmatt. Du bist wahrhaftig eine Ausnahmeerscheinung. Es gab nicht den kleinsten Anflug von Unsicherheit. Du hast nie den Faden verloren. Nur deine finale Prüfung erwartet dich. Zeit zu zeigen, was in dir steckt. Gut, mit dem Team brauche ich jetzt nicht, so wie das jetzt Team jetzt aussieht, brauche ich nicht anzufangen. Gut, also Lucian haben wir jetzt besiegt, tatsächlich. Und wir müssen jetzt das Team ein bisschen. Oh oh. Ich befürchte, dass ich nicht mit dir voll. Ich glaube, befürchte, was ich jetzt verliere, ist raus. Weil jetzt habe ich nämlich nichts mehr an. Belebern. Aber vielleicht brauche ich keine Angst zu haben. Vielleicht kriegen wir Cynthia so.
befürchte ich nämlich nicht. Ich befürchte, dass die noch mal was hat. Definitiv irgendwas in der Tat hat. Ja, das, was jetzt rausgeht, ist raus. Das ist ganz klar. Ich muss jetzt gucken, was wir kriegen. Deswegen werde ich wieder die gleiche Taktik spielen, wie sie vorher auch gespielt hat. Und ich vielleicht hat so eine alternde Idee. Naja, schauen. In der nächsten Folge geht's dann zum wirklich finalen Kampf gegen Champ Cynthia oder Ex-Champ Cynthia. Sie will ja wieder einen Titel zurück und wird uns hoffentlich ein bisschen leichter von der Hand gehen als beim letzten Mal, wo ich wirklich 4-5 Versuche gebraucht habe, bis sie dann endlich mal down hatte. Aber wenn er schon mit 75 ankommt, wird Cynthia nochmal eine Hausnummer werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahler Diamant. So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Strahlender Diamant. Und ich mache jetzt quasi nochmal safe, sicherheitshalber. Und jetzt geht's rein. Die Frage ist, hat Cynthia dasselbe Team, was sie vorher auch hatte, nur deutlich stärker? Oder hat sie irgendwas verändert? Das ist die große Frage. Na, wie geht's jetzt so? Ich habe neulich nach langer Zeit wieder bei meiner Großmutter in den Wieses vorbeigeschaut. Du musst sie wirklich beeindruckt haben. Sie hat regelrecht von dir geschwärmt. Sicherlich ist es für einen Trainer wichtig, Kämpfe zu bestreiten und den Sieg vor Augen zu haben. Doch erst, wenn es einem gelingt, die Menschen und Pokémon in sich herum froh zu machen, kann man sich einen guten Trainer nennen. Genau deshalb könnte ich nicht glücklicher sein, dass ausgerechnet du mich hier herausforderst. Ich nehme meine Herausforderung an und werde mich voll und ganz zurücklegen. So. Cynthia, zum zweiten Mal. Also, beziehungsweise offiziell zum zweiten Mal. Gut, sie fängt wieder an. Damals mit Kripok. Aber was macht sie? Was ist es? Es ist wieder der gleiche Level. 74. What the fuck, Alter. Tarnsteine. Ziemlich bewusst jetzt erstmal auf Tarnsteine zu gehen. Um vielleicht ein bisschen Ärger zu machen. Um ein bisschen Ärger zu vermeiden. Oh gut, also auf jeden Fall erstmal drauf mit Steinagel. Oh, fast! Fast! Aber es ist ein... Vorher war es natürlich auch was noch. Ich gehe natürlich weiter drauf. Kreppung schreckt zurück? Das kann gut sein. Was setzt du jetzt ein? Bilotech? Lucario. Du wirst wahrscheinlich um eine Kampfattacke gehen, deswegen werde ich wechseln auf Galoppa. Komm, Galoppa, bitte einmal wegstecken. Jawohl! Und jetzt versuche, dass ich das Lucario mitnehmen kann. Bevor es richtig Ärger war. Tschüss, Lucario. Danke, Galoppa. Hast du schon mal gut gemacht. Ramaldon Level 88 und Empoleon 77. Bilotic. Bilotic. Diesmal ist ein anderes. Diesmal ein. Ich hoffe, dass ich diesmal noch kriege. Also Lucario ist schon mal Geschichte. Lucario ist schon mal Geschichte. Eisstrahl. Ja gut, Eisstrahl ist neutral, ne? Diesmal wieder der Heiß Orb, genau, der obligatorische. Und jetzt die Fliegenklaue. Ah, oh gut, okay, passt. Nehme ich mit.
Tschüss. Adieu, bye bye, auf Wiedersehen, kleines Melothek und Lucario ist auch weg. So, gut. Ich weiß, das ist jetzt riskant. Ist. Natürlich jetzt mit dem Wasser, also mit dem Wasser-Pokémon, Anführungszeichen. Ja, das ist jetzt natürlich, ist natürlich mit dem Wasserstahl, ist klar. Ein größerer Radar, zumindest kann seine scheiß Giftattacke nicht mehr wirken. Sein Zauberschein tut auch nicht so wirklich weh. Aber der große gefährliche Gegner kommt doch. So, wenn ich Glück habe, ich überlebe, was ich auch tue, nehme ich dieses Viech mit einer Lawine mit. Jawoll! Und tschüss! Nummer 3 geht auch duschen, mein Freund. So, dann ist Lucario schon mal weg. Togekiss. Okay, dann kommt tatsächlich eine Änderung. Togekiss ist vom Typ Fee und Flug. Versuch. Vielleicht kriege ich es. Vielleicht kann. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit Aurasphäre oder sowas haben. Vielleicht habe ich aber Glück. Kannst vielleicht. Vielleicht sagt Ramaidon, okay, ich stecke es weg. Jawohl, schön. Schade, ich habe das gehofft, so ein bisschen. Damit habe ich Ramaidon jetzt aus dem Kampf raus, weil ich habe keine Beleber mehr. Was ich jetzt verliere, ist weg. Oh, nein, damit habe ich jetzt nicht. Das war doof. Ach, Mann, ich habe damit nicht gerechnet. Oder vielleicht habe ich Glück gehabt, dass ich das mit einem Eisstrahl. Ich kann nicht drauf gehen. Jawohl. Das müsste eigentlich. Ah, scheiße, wenn ich das. Ja gut, ich weiß, muss es halt nicht, ne? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen riskant. Oh, der Hagel. Was hast du jetzt noch gehabt? Ach, du hast den Scheiß. Scheiß auch, was wäre. Er wird nochmal angreifen. Wenn ich jetzt Glück habe und ein bisschen Trigger. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Dusel mal. Das war's. Fuck! Mann! Ja, hör auf mit deiner Scheiße, ey. Du bist jetzt wieder komplett im grünen Bereich, ne? Ich habe einen Überrest hier für mich. Du gehst wahrscheinlich jetzt auf eine Flugattacke. Aber ich befürchte, dass die uns gerade nackig macht. Also das werden wir nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich! Nicht ein Pokémon überlebt von mir. Wie soll ich mit zwei Pokémon gegen den Rest ankommen? Ich hatte so Hoffnung, dass ich drei Pokémon nicht dauere. Das geht so ein. Ich weiß nicht, wie ich es gerade riskieren soll, richten soll. Das Viech ist nämlich vom Typ. Die hat doch drei Pokémon. Sie hat doch Krippuck, sie hat noch. Ja, natürlich hat sie noch ein paar wahrscheinlich daher. Ach, dann mach, dann ist es halt durch. Ende. Ende im Gelände. Wie beim ersten Mal damals. Wie beim ersten Mal damals. Jawohl, sehr gut. Oh, hast du jetzt keine Attacke mehr? Du würdest mich jetzt ärgern, ne? Ja, es wird aber nichts machen. Ich werde nichts machen können.
Sobald ich den Hagelalarm runtergeht, geht das mit deinen Überresten wieder. Ja. Dann geht das mit deinen Überresten wieder drauf. Also wenn ich jetzt voll. Vielleicht habe ich ein bisschen Dusel mit diesem Volltreffer, aber. Das tut natürlich weh, aber. Nein, 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 nein! Das Viech wäre weg gewesen! Das Viech wäre down gewesen! Mit einer Scheißattacke! Natürlich setzt du jetzt eine Top-Genesung ein. Natürlich setzt du jetzt eine fucking Top-Genesung. Ein KP, das wäre tiefer Geschichte gewesen. Ein KP und das Viech wäre sowas von Geschichte gewesen. Ach, Mann, ja. Sehr gut, du bist noch mal weg. Aber ja, also Kramschaft müsste jetzt komplett nur im Kampf. Also, das ist ja eh mein letztes Pokémon. Ich hasse dieses Ding, ey. Weil es mich nervt, diese scheiß Überreste geht mir so auf den Sack, ey. Das Viech wäre sowas von Geschichte gewesen. Und das Viech wird sich jetzt wieder aufladen. Was soll ich machen? Und tschüss, das war's. Glückwunsch, Cynthia. Du hast mich gerade, nachdem eigentlich du ziemlich auf dem Abstiegsgleis warst, auf dem absteigenden Ast warst, hast du mich tatsächlich. Was war? Ach, Galoppa, ja, mit einem KP. Sehr geil. Oh Gott, ey. Ja, es ist Ende. Es ist definitiv verloren. Es ist keine Chance. Ja, natürlich verfehlt die Attacke nochmal. Schade, vielleicht hätte ich weniger Hoffnung gehabt, dass es wegkommt. Aber du hast gewonnen. Ach Gott, krass, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass die mich zum Zweiten, dass die mich schon wieder besiegt. Aber das ist Cynthia halt.